Hiermit beenden wir diesen Tag, an dem wir miterleben konnten, wie Rafa Palmer zurück ins Studio kam. Wow. Bravo! Jetzt schalte aus, Draco. Können wir ein Foto mit Ihnen machen? Noch eins. Aber natürlich. Ja. Und jetzt erleben wir, wie zwei hysterische Groupies gewaltsam ihre Beute packen, um sich fotografieren zu lassen. Und jetzt ganz natürlich. Bravo. Ja, schlagt euch. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Eine Freude, wirklich. Danke dir, danke mir, dass ich kommen durfte. Ich hatte eine super Zeit hier, es war echt lustig. Schade nur, dass Angie nicht da war. Schade für mich auch. Echt schade, wirklich. Ich habe ihr gesimst. Ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe eine Nachricht nach der anderen, aber sie antwortet nicht. Ich sehe mal nach, ob sie geantwortet hat. Ich will sie noch sehen. An deiner Stelle würde ich darüber nachdenken, warum das so ist. Sie verschließt sich manchmal wie eine Austern. Nur Freunde kommen an sie ran, wie eine Austern. Ich habe ihr auch gerade geschrieben, aber mir hat sie geantwortet. Wenn du ihr antwortest, schicke ihr ein Küsschen von mir. Nein, das wäre ein süßes Krabbertchen. Bravo. Angie, das ist die fünfte Nachricht, die ich dir hinterlasse. Wo steckst du? Ludmila, ich bin nicht in Stimmung. Außerdem finde ich den Scherz mit Violetta nicht lustig. Nein, 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 es war kein wirklicher Scherz. Dieses Mädchen will einfach immer im Mittelpunkt stehen. Und wie sie dir verschwiegen hat, wer sie ist, merkst du nicht, sie verkauft dich für dumm? Nun ja. Bis dann. Der Pizzaboy gefällt dir richtig gut. Ich verbiete dir, ihn weiter so zu nennen. Jetzt ist er der musikalische Assistent von Ben. Nur ein Schritt vom Millionär entfernt. Immerhin klingt das viel besser, okay? Komm, lass uns überlegen, wie wir Violetta fertig machen können. Du hast dein einziges Problem. Er steht total auf das kleine Engelchen. Nicht mehr lange. Nathilein, tu mir einen kleinen Gefallen. Geh und besorg mir die Kamera von Bracus. Hm? Und wenn Thomas zurückkehrt, drückst du auf Start. Mach ich. Tommy. Ludmila, ich wollte gerade gehen, ich muss noch aufräumen. Wie kommst du eigentlich darauf, dass jemand Violetta eine Mail geschickt hat? Vielleicht hatte sie einfach nur Lust, sich zu verkleiden. Manche Leute haben keine Angst, lächerlich zu wirken. Ja, mag sein. Aber warum sagt sie mir, dass ihr jemand eine Mail geschickt hat, um sie einzuladen? Wie sollte das sein? Keine Ahnung, aber es war ein echt peinlicher Auftritt. Sie stand wie eine Idiotin da. Da steckt sicherlich jemand mit bösen Absichten dahinter. Ja, bestimmt. Ich finde das einfach unmöglich. Schlimmer geht's nicht. Ich würde mich schämen für sowas. Mhm, stimmt. Okay, dann. Ciao. Jetzt kannst du aus. Hast du alles aufgenommen? Ja. Und was hast du jetzt damit vor? Was wir jetzt machen, heißt Videoschnitt.